Also das nächste Mal, wenn ich im Baumarkt eine Schubkarre sehe, springe ich wahrscheinlich panisch in Deckung oder suche meine Taschenlampe. Ja, das geht ja hier auf echt keine Kuhhaut, was hier abgeht. Fliegen einfach mal hier die Schubkarren durch die Gegend. Das ist doch nicht mehr feierlich, Freunde. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss hier zu diesem Zugdepot. Ja, wahrscheinlich auch Depot des Grauens. Oh, da hinten sehe ich eine Seite. Ach, hier ist ja auch alles zu, da komme ich auch gar nicht rein. Ja, ist ja lustig. Doch, aber hier, ne? Nee. Ah, das ist hier diese Brücke des Todes. Ah, hier. Ah, da steht eine Thermoskanne, aber da komme ich noch nicht hin. Kann ja hier vielleicht dieses Fässchen kaputt schießen. Dann explodiert die ganze Chose. Aber das teste ich jetzt lieber nicht aus. Bei meinem Glück fliege ich dann noch mit in die Luft. Muss jetzt ja auch nicht sein. Ah, hier haben wir eine Leiter, die uns hier in dieses Wasseraquädukt führt. Oh Gott, ich habe Angst, das Ding fliegt mir doch bestimmt auf den Kopf oder so. Na gut, schnappen wir uns doch mal hier direkt die Seite und lesen uns die durch. Wake und das Dunkel in der Lodge. Aha, anscheinend habe ich jetzt noch ein Date mit dem Dunkeln. Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Na, da sind wir ja gespannt, welche Lodge denn hier gemeint ist. Oh Mann, ich will doch nur meine Frau retten. Klettert man mal hierzu die Leiter hoch. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Oh ja, ich erinnere mich noch, als ich in meinen Teenager-Tagen das erste Mal tatsächlich von Stephen King S gesehen hab. Alter Schwede, seitdem hasse ich Clowns. Clowns und Puppen. Könnt gar nicht glauben, wie sehr ich den Film Chucky die Mörderpuppe hasse. Uah. Ah, hier haben wir einen Safe-Punkt gefunden. Was? Halten Sie B gedruckt, um zur Hochleistungstaschenlampe zu wechseln. What the fuck? Aha. Eine Hochleistungstaschenlampe genommen. Oho. Na dann, habe ich jetzt hier wahrscheinlich mal, MacLight durften sie wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen nicht schreiben, aber damit ist wahrscheinlich MacLight gemeint. Hochleistungstaschenlampe. Ja gut, da bin ich ja auf jeden Fall schon mal begeistert. Kann ich ja diese Schattenwesen vielleicht schneller kaputt machen. Da haben wir einen Notfallkasten. Und da hinten war irgendwo... Ah, da sehe ich die Thermoskanne doch schon. Schwupp. Springen wir mal hier rund. Und gucken uns hier mal um. Eventuell finden wir ja noch weitere Manuskriptseiten. Erstmal einen Kaffee trinken. Das schadet ja nie. Na, dahinter komme ich wahrscheinlich nicht, oder? Na, ich glaube mal nicht. Gucken wir uns hier weiter um. 12 Batterien, 39 Schuss, das sieht ja jetzt nicht so verkehrt aus. Ja, hier haben wir noch eine Fackel. Da hatten wir ja gar keine mehr. Das kann ja dann auch nicht schaden. Gucken wir doch jetzt mal hier in diesen Notfallkasten. Noch Schrotflintenmunition, Revolver, Batterien, alles was man zum Großwerden braucht. Ja, im Moment bin ich ja gut ausgestattet, wie ich sehe. Da deutet ja darauf hin, dass hier gleich wirklich wieder mal die Post abgeht. Hatten wir ja schon länger nicht mehr. Machen wir hier mal das Türchen auf. Und da kommen dann auch gleich massig Kollegen. Die blenden wir doch aber mal direkt. Und machen die hier lustig schön hell. Scheiße, wo ist der denn hin? So war das natürlich jetzt nicht gedacht. Da versuche ich auszuweichen und die dann zu blenden. Und ausweichen funktioniert natürlich mal wieder nicht. Mann. Immer diese Steuerungsfails von mir.
Achso, jetzt muss ich den ganzen Kram hier nochmal einsammeln. Oder habe ich den Kontrollpunkt nachreaktiviert? Nein, natürlich nicht. So, zack, hier das wieder mitnehmen, das da auch. Und dann wechseln wir wieder hier zur Hochleistungstaschenlampe. Ja, genau. So, wo muss ich denn jetzt hier lang? Da lang. Na, aber hinten war Kaffeezeit. Schnell mal fix den Latte Macchiato abholen, den sie da für mich aufgesetzt haben. Schadet jetzt ja nicht. So, dann gehen wir hier weiter zum Notfallkasten. Auf dem Weg lag doch irgendwo noch eine Fackel. Wo habe ich die denn gerade eingesammelt? Ah, hier war das, genau. So. Jetzt wieder hier den Notfallkasten öffnen. Und das ganze Gedönse hier mitnehmen. Und dann hier den Knopf drücken. So. Ja, weiß ich jetzt ja, dass die kommen. Aber ob das mir jetzt wesentlich mehr hilft, ich weiß es nicht. Testen wir es doch mal. So, dann machen wir den nochmal hier fix hell. Und nehmen dann direkt eine neue Batterie. Ja, komm, ich weiche aus. Oh, ich weiche nicht aus. Ich versuche auszuweichen. Aber es gelingt mir nicht so gut. Geht doch weg, ey. Ah, ich hänge im Baum, ich hänge im Baum. Alter. So, jetzt bin ich aber mal ausgewichen. Und ich weiche nochmal aus und setze eine neue Batterie ein. Achso, hier hinten ist noch einer. Komm, dann machen wir den noch fix weg. Klar, kein guter Plan, kein guter Plan. Weil der immer so schnell an mir dran ist. Oh, jetzt. Uiuiui. Jetzt muss ich ganz schnell nachladen. Und dann kann ich in den Kopf schießen. Mann, ist das hier ein Stress. Freunde, reden und ganz viele Tasten auf einmal drücken, das geht nun wirklich nicht. Gott, oh Gott, habe ich jetzt hier wieder Material rausgeschmissen. Aber diese Viecher sind echt hartnäckig. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht so viele noch von denen kommen. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, hier geht's in so eine dunkle Hütte. Und einen Kontrollpunkt erreicht. Haben wir denn hier? Nix. Also müssen wir da in diese Hütte, in diese Kaschemme, in diesen Kabuff, in diesen Verschlag. Was haben wir denn hier drin? Moment. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Noch so ein dickes Moped. Ach, da sind auch noch kleine dabei. Ja. Geh doch weg, ey. So, den haben wir. Ja, ist klar. So, jetzt mal fix nachladen. Damit er mich hier nicht totschaufelt. Halleluja. Mann. Verstecken die sich da einfach hinter irgendwelchen Kisten? Ganz schön clever, dieses Schattenwesen. Aber hier haben wir nichts weiter. Nichts, was ich einsammeln kann. Mir geht die Munition. Ja, in light you can hurt them. Das habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Danke für den Tipp, Mr. Obvious. Ah, was ist denn hier? Ein Fernseher. Den will ich mir gar nicht angucken. Der fängt doch gleich wieder an zu qualmen. Oh, Leuchtwackeln. Ich sag das erstmal hier ein. Bevor hier gleich der Fernseher sich wieder verselbstständigt. Mir irgendwelche Scheiße erzählt, wo ich wieder Angst hab. Oh ne, den kann ich einschalten. Dann gibt's hier wahrscheinlich wieder nur aus Night Springs irgendwelche Episoden. Wir halten die Fakten unseres Daseins für sicher. Dabei sind sie nur eine dünne Fassade der Selbsttäuschung. Tarnung für einen Kosmos aus Wahnsinn und Horror. Also diese Night Springs Geschichten. War die Tür nicht gerade offen? Weiß ich nicht, was die bedeuten. Keine Ahnung. Ach, oh, hier liegt eine weitere Seite. Die lesen wir uns natürlich fix durch. Das ist interessanter als das Night Springs Gebabbel. Wake wird vom Dunkeln angegriffen. Ja gut, das passiert mir jetzt ja nun mal häufig. Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees tief unter mir. Das will ich gar nicht erleben. Kacke!
mit der Kacke hier. Ja, super. Jetzt verletze ich mich auch noch beim Runterspringen. War das hier? Scheiße, hier ist schon wieder die böse Musik. Ich will doch lieber nach Hause. In mein Bett. Oh, ich weiß immer noch nicht, ob ich die Chose hier träume. Ah ja, ist klar. Ist der Bulldozer. Ist klar. Ist klar. Scheiße. Mit der Scheiße hier. Ach du Kacke. Wo muss ich denn hin? Hilfe. Au. Schmerz. Ja, und noch hier von denen welche. Da mache ich hier mal lieber mal ein bisschen Fackellicht. Damit ich hier mal das Vieh anvisieren kann. Und den da auch. Der ist auch noch nicht hell. Dann machen wir den nochmal weg. Oha, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Scheiße, mit der Scheiße. Oha, geh doch weg, ey. Ach, der Bulldozer hat die auch noch platt. Na gut, das soll mir ja recht sein. Ah, geh weg. Oha, Scheiße. Mit der Scheiße hier. Freunde, ich sag's euch. Das ist ja mal hier kein Spaß. Jetzt muss ich gegen Bulldozer kämpfen. Und ich dachte schon, fliegende Schubkarren ist das Äußerste hier. Oh Mann, ey. Wie mache ich den denn kaputt? Oh, da haben wir noch einen Notfallkasten. Moment. Stopp, ich hab Notfall. Ich hab Bulldozer. Da brauche ich hier alles, was ich kriegen kann. Die Frage ist halt, ob ich den nur kaputt leuchten muss. Oder ob ich ihn auch abschießen muss. Machen wir nochmal einen Test. Kackbulldozer. Geh weg. Geh weg. Zack. Weg. So. Geh bitte weg. Genau. Einfach weggehen. Achso, der ist auch noch nicht hell. Boah, wie viel braucht der denn? Hier sind auch noch 1000 von den Burschen. Oh, nochmal eine Batterie nachpacken. Oh, dann weichen wir hier geschickt nochmal aus. Das haben wir ja gut gemacht. Wow, nochmal ausweichen. Und den Bulldozer nicht aus den Augen verlieren. Geh weg. So, dann ist der auch weg. Und wir können hier weiter Gas auf den Bulldozer geben. So, wenn wir den umkurven, scheint das ja zu gehen. Aber er ist echt hartnäckig. Geh weg. Nein. Nochmal eine Batterie. Jetzt explodiert das Ding noch endlich. Und 2 Erfolge freigeschaltet. Ach, da sind immer noch welche. Aber der ist hell, ne? Kann ich den abschießen, oder? Nee, der ist nicht hell. Boah, meine Taschenlampe ist leer. So, jetzt ist er hell. Alter Personalverwalter, so schnell konnte ich gar nicht gucken, was für Erfolge ich hier freigeschaltet habe. So schnell, wie das hier alles geht, dann muss ich mir nachher wieder ein Video angucken. Ist auch toll, ich muss mir meine eigenen Videos angucken, um hier die Erfolge zu sehen. Großartig. Oh Mann, ey. So, erstmal hier wieder auffüllen. Haben wir ja doch jetzt einiges hier durchgeblasen. Für den Kackbulldozer. Da gucke ich mal gleich, was da so lustig blinkt. Erstmal gucken wir nochmal hier. Da war nämlich auch noch ein Notfallkasten, den nehmen wir natürlich mit. Mann. So, komme ich hier hoch? Nein, der gute Way kann natürlich nicht klettern. Er springt 50 Kilometer immer runter, aber einen Meter hoch kann er nicht. Armer Wicht. Aber dann haben wir das mit dem Bulldozer ja auch irgendwie hinter uns gebracht. Oh, hier haben wir noch Batterien. Die nehmen wir natürlich mit. Da sind wir ja ganz schmerzfrei. Ah, Kontrollpunkt. Ich liebe sie. Und ein Kaffee. Ein Kaffee für danach. Auch nicht verkehrt. Wobei, jetzt könnte ich auch eine Zigarette gebrauchen. Ach nee, ich rauche ja gar nicht. Und hier haben wir ein Fahrzeug. Und die Story-Mission hat sich ja geändert in ein Fahrzeug finden. Und das bietet sich ja hier quasi gerade mal an. Ich hoffe, jetzt muss ich nicht die Karre wieder fahren. Haben wir da? Nix. Denn ich fahre doch so ungerne. Komme ich hier noch rein? Nein. Please keep out. Na gut, dann bleibe ich draußen.
Ja, dann steige ich doch mal ein.